So, und herzlich willkommen zurück. Ja, hier im Wald soll es irgendwas geben. Ich würde aber trotzdem gerne mal erst noch mal was anderes probieren. Hier waren wir schon. Hier würde ich gerne mal hin. Hallo, ihr. Hey, ihr seht aus, als hättet ihr ein paar Fila für mich übrig. Wie wäre es denn, wenn ihr mir 50 Fila gibt? Damit könnte ich meine Familie durch den Winter bringen. Ja, komm, warum nicht? Was ist denn hier los? Sieht alles nicht so schön aus. Flammentrank, warum hast du denn sowas im... Was treibt euch denn hierher? Ich weiß nicht genau. Neugierde wahrscheinlich. Neugierde? Wenn ihr so neugierig seid, dann durchsucht doch die Höhle nördlich von hier. Sie liegt etwas versteckt. Sekunde. Warte mal, ich vergesse immer. Ich weiß nicht, bei diesem Spiel vergesse ich immer, in welcher Stadt ich gerade bin. In Herles. Nördlich von Herles. Ich glaube, ich weiß, wo die Höhle ist. Ich glaube aber, für diese Höhle sind wir noch zu schwach. Obwohl, Level 50 ist schwierig, schwierig. Also, ich weiß, was das für eine Stadt ist. Sie fände ich immer so ein bisschen traurig. Hallo, wir haben nicht viel, aber was wir haben nicht viel, was wir Fremden anbieten können. Doch was wir haben, teilen wir gerne. Welch noble Geste. Dabei bin ich wirklich so bescheiden. Ein paar Liter Blut machen mich doch schon glücklich. Oh je, kann ich dir nicht irgendwie Geld geben oder so? Weil das lobe ich mir wirklich fast nix, aber dafür teilen sie trotzdem gerne. Das ist. Verdammt, habe ich einen Hunger. Doch leider sind wir alle zu arm, um uns was Ordentliches zu kaufen. Hoffentlich klappt es diesen Winter mit der Saat, sonst ist das unser Ende. Ende. Wenn nur nicht diese verdammten Krähen da wären. Krähen? Ja. Krähen am Feld fressen unsere Saat. Vielleicht schauen wir uns das mal an. Ich hoffe, ihr könnt helfen. Oh je. Das bedeutet, wenn wir denen nicht helfen, sind sie am Arsch. Aber ist die Frage. Ich glaube, die sind sowieso schon am Arsch. Gucken, was bist du denn für eine verrückte Künstlerin? Verflixt, jetzt bin ich extra den weiten Weg nach Herles gegangen und das, was muss ich entdecken? Hier sind alle verarmt, verdammt. Wieso bist du denn hergekommen? Nun, ich bin Künstlerin, ich male Porträts, um genau zu sein. Doch die Menschen hier sind zu arm, um meine Arbeit zu entlohnen. Außerdem ist hier kein einziges Haus frei, wo ich einziehen könnte. So ein Mist. Ich weiß schon gar nicht mehr, wohin ich als nächstes gehen soll. Ich wüsste da schon einen Ort. Welche denn? Ich habe gehört, in Shanna sollen einige Wohnungen frei sein. Wirklich? Und wie sieht es mit den Leuten dort aus? Haben die Geld? Natürlich. Du hast recht. Ich sollte mein Glück in Shanna versuchen. Danke. Okay, Asuka. Hallo. Schauen Sie sich hier ruhig um. Ich habe viele gute Tränke. Ich kann nichts kaufen. Ich möchte aber die Stahlrüstung loswerden. Ich will eigentlich nicht in diese Rüstungsläden hier reingehen, weil die sind echt scheiße. Die bitten nämlich wirklich drum, was zu kaufen. Und ich weiß nicht. Hallo. Gibt zufällig was Außergewöhnliches zu berichten? Wo? Wie kommt ihr denn drauf? Wir sind arme Leute. Wir haben nichts. Wir wissen nichts. Alles klar, armer Kerl. Trotzdem alles durchsuchen. Oh, wir haben Besuch. Das ist selten. Wieso sind hier eigentlich alle so arm?
Wieso wir alle so arm sind? Wieso? Ich sag euch wieso. Dieser verfluchte König Gerald hat unsere Steuern verdoppelt und verdreifacht. Weiß der Teufel warum. Er brauchte anscheinend schnell viel Geld. König Gerald so. Ja, dieser aufgeplusterte Hund lebt wie die Made im Speck auf Schloss Tranak. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Ganz ruhig. Lass sie, Walner. Denn wenn das Blut kocht, schmeckt es nur umso besser. Du hast gar mein Liebster. Compadre. Lecker. Dein Zynismus mag ich am besten, lieber Raska. Oh Mann, diese verfluchten Krähen fressen meine ganze Saat auf. Ich sehe es. Wenn das so weitergeht, wird das ganze Dorf diesen Winter verhungern. Diese verdammten Krähen sind so unglaublich hartnäckig. Und ich denke, wenn ihr rechts auf das Dach schaut, könnt ihr den Anführer dieser verdammten Biester sehen. Anführer? Glaube kaum, dass Krähen eine derartige Sozialstruktur haben. Aber ich bin mir sicher, diese Krähen hängt den ganzen Tag auf den Dach rum und hält Ausschau. Ich bin mir sicher, dass es wirklich eine Art Anführer. Verdammt nochmal, ich glaube, wenn die Krähe weg wäre, dann würden die restlichen Krähen auch fliehen. Verflucht nochmal, vielleicht könnt ihr mir ja irgendwie helfen, das Tief hier wegzubekommen. Ja, können wir mal machen. Ich weiß auch, wie wir das wegkriegen. Das ist ganz einfach. Wir müssen einfach nur den Kamin hier anmachen. Du kleines faules Stück. Oh, Besuch. Willkommen in meinem bescheidenen Heim. Bescheiden ist ja wohl noch untertrieben. Hallo. Sag, ihr könnt mir bestimmt helfen. Mein Bruder wohnt nördlich von Helis in einer kleinen Hütte. Könnt ihr ihn bitte fragen, ob er hier zu mir kommt? Ich könnte seine Hilfe bei der Hausarbeit wirklich gebrauchen. Denn allein schaffe ich es einfach nicht mehr. Außerdem würde ich durch seine Anwesenheit bestimmt neuen Mut schöpfen. Ja, können wir machen. Das ist eine Aufgabe. Machen wir mal den Ofen an. 300 Erfahrungspunkte bekommen. Krähe weg. Aha, super. Wie habt ihr das gemacht? Diese Anführerkrähe ist einfach abgehauen und mit ihr alle anderen Krähen auch. Wir haben einfach den Ofen im Haus angemacht. Die Krähe mochte wohl keinen Rauch. Genial. Leider kann ich euch nichts geben, weil ich nichts habe. Schon gut. Dein Dank reicht aus. Ich kann euch wirklich nicht genug danken. Das Dorf ist vor dem Hungertod gerettet. Vielen, vielen Dank. Ja, super. Das freut mich doch sehr. Gut, hier gibt es nicht viel. Hier ist noch ein... Ah ne, das ist die Höhle. Ich will mir jetzt mal diesen Bruder angucken. Drei normale Seelen. Wohnt er östlich von hier? Wo haben wir denn das Menü? Ich meine, das ist ein Dingsbums. Briege, finde den Anhaltspunkt, finde suche nach der Höhle, suche Magiegebirge, altes Armband. Suche den Bruder der Armfrau, der sein Haus befindet sich nördlich. Suche und töte die Hexe. Oh, ich muss immer alles... Stimmt, hier ist das Haus. Hey, was wollt ihr denn hier? Hast du eine Schwester in Helis? Ja, wieso? Ihr ist doch nichts passiert. Nein, sie will dich... aber ich soll dich von ihr fragen, ob du ihr nicht helfen möchtest. Helfen? Wobei denn? Sie meint irgendwas von Hausarbeit. Hausarbeit? Das ist mal wieder typisch für sie. Zu faul, mal selber was zu machen. Ach, was soll's. Danke, dass ihr mich geholt habt. Klar. Ich würde mal zu ihr gehen. 250 Erfahrungspunkte und einen Speicherstein bekommen. Das ist doch schon mal ganz geil. Wisst ihr was? Ich würde mal gerne diese Höhle hier durchsuchen. Vorher möchte ich aber mal speichern. Wie viel normal? 80. Das kann man mit den Seelen kann man das machen. Sind es nicht die Taten eines Wesens, welche die Gesinnung bestimmen? Ja, das stimmt. Ich würde aber trotzdem gerne nochmal einen Golem beschwören. Weil ich weiß nicht, was hier alles so gibt. Fähigkeit, Blick der Geister. Okay, hier gibt es nichts zu entdecken.
Schon wieder ein Speicherstein. Wir kriegen langsam richtig viele Speichersteine. Troll, das ist ganz gut. Wollen wir mal gucken, wie stark die sind. Blut auch noch zum Trinken, das ist doch super. Ja, die Elaine hat einen Blutschutzring. Das kannst du vergessen, lieber Trollo. Wow, 500 EXP, das ist... Das ist nicht schlecht. Das ist wirklich nicht schlecht. Ich glaube, so eine große Höhle ist das hier gar nicht. Rattenmensch. Rattenmensch. Na, da fallen mir so viele Sprüche ein. Na komm, lassen wir mal lieber gut sein. Ich fände es geil, wenn man sowas wie den Blick der Geister ein bisschen verbessern könnte. Gut, dass wir am Anfang der Höhle gespeichert haben. Wir kriegen richtig viele normale Seelen, oder? Weißt du was? Die Elaine könnte eigentlich mal saugen. Die hat doch einen Level abbekommen. Gelber Stein. Nicht schlecht. Golem beschwören. Hier ist sonst nichts, aber ich möchte noch mal in die Mitte. So, Aska und Walner saugen mal, weil ich nicht weiß, ob der Aska schon 38 hat. Walner kann mal den nächsten Rattenmensch ausmümmeln. Die anderen machen den Rest der Gruppe schon mal platt. Ja, das ist gut gelaufen. Ja, doch, das geht. Okay, Walner, Aska ist voll, Elaine ist voll, der Golem hat noch ordentlich. Wie komme ich denn hier in die Mitte? Ich denke mal, wenn der Walner noch einmal saugt, dann ist er voll. So, wir können jetzt hier mal ein bisschen leveln, während wir diese Höhle erforschen. Dann können wir nämlich auch das To-Do abtragen. So. Oh, perfekt. Trollolo, trollolo.
Höhle voller Trolle, ist ja schon fast wie bei Florenzia hier. Nur Trollo-Prollos. Der Blick der Geister ist weg, das ist aber gar nicht so schlimm. Keine Ahnung, was sie bei der Lane immer probieren, aber ich bin sehr froh, dass ich der Dame einen Blutschutzring gegeben habe, sonst wäre die... Jetzt hätte ich schon dreimal Probleme gehabt. Also aufs Herz weit ausholen ist Blut und aufs Herz zielen ist ein Versuch mit Lähmung abzuarbeiten. Müssen der Wallner auf einmal so langsam. Bum, 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 bum. So, lieber Trollomollo, Prollobollo. 250, das ist ein Batzen. Von da unten kam ich. Das habe ich schon getestet. Und jetzt komme ich eigentlich nur noch in die Mitte. Kommen. Ich glaube, ich muss mal die Elaine mit ihrer Fähigkeit mal alle heilen lassen. Greifen die Elaine nämlich ganz gerne an. So. Ich probier's mal mit Kreaturen des Todes. Ihr hebt euch aus euren Gräbern. Ich probier's mal mit einem Skelettmagier. Aber irgendwie muss ich doch da in die Mitte kommen. Skelettmagier macht das, glaube ich, automatisch. War ganz cool, aber irgendwie nicht so geil. Skelettmagier. Der ist ja erst Level 5. Was? Das ist ja gar nichts. Den kann ich aber heilen. Bringt halt nur nichts. Es wäre cool, wenn man den mitleveln könnte. So als Haustier oder so. Man beschwört den zwar immer wieder neu, aber auf der anderen Seite levelt man den auch mit. Rattenmensch. Oh, hat der mein Skelett gewonnen hätte, du dreckiger Bastard.
ich werde das jetzt garantiert nicht neu beschwören. Obwohl, es wäre eigentlich ganz cool, wenn das ewig bleibt. Das haben wir gemacht. Ah, hier kann man auch noch weiter. Okay. Nee, okay, weil das viel Todes. Verwandlung beenden, Beschwörung lösen. Dann brauche ich auf jeden Fall hier ohne Golem, brauche ich hier gar nicht anfangen. Alles andere ist schwach. Aber ich laufe gerne mit so einem Haustier rum. Aber der Walder muss nochmal wieder ein bisschen Nuckel-Nuckel machen. Also wie lange dieser Part geht, weiß ich nicht. Das ist auch der letzte für heute. Ich habe dann 4 Parts ungefähr aufgenommen. So ein Stündchen. Ja, nicht ganz. Ein bisschen mehr als ein Stündchen. Knapp 2. Mystischer Ring. Ansonsten war's das. So, der Aska kann auch mal trinken. Das sollte dann eigentlich ausreichen. Und dann können wir uns über die... Hatte ich gelber Stein? Aber den gelben Stein? Ich hatte doch rot, blau, weiß... Ja, das war es aber wirklich mit der Höhle. Gut, dann haben wir die Höhle entdeckt. Dann kann ich die von der To-Do-Liste streichen. Mal kurz, warte mal, erstmal was gucken. Gegenstand, schwache Seele, normale Seele. Also Seelen haben wir nicht mehr viele. Normale Seelensteine sind auch relativ... Ein runder gelber Stein. Gelb. See westlich von Uruya. Kann ich ja mal probieren. See westlich von Okun. Das war's mit meinem Golem. See westlich von Uruya. Auf der linken Seite soll es spuken. Am See. Das ist kein See. Ah, hier die Höhle haben wir schon. Das ist auch kein See. Westlich von Uruya. Ah ja, okay. Das ist wirklich... Da ist so ein kleiner See, aber der ist ganz, ganz links. Der ist wirklich westlich. Ganz im Westen. Hier. Hier soll es spuken. One hit, tschüss.
Gut, hier soll es spuken. Killerkrabbe. Sieht irgendwie aus wie so ein kleiner Kingler oder so. Flammentrank. Gibt's hier noch irgendwas? Oh je, Mini. Muss mich mal richtig hinsetzen. Killer. Na gut, Killerkrabbe. Hm. Das ist ja jetzt ein Witz. Aber wenn es hier spuken soll. Lebendes Gras. Okay. Okay. Lebendes Gras. Warte mal, aber wenn es jetzt tags wird. Endlich bin ich hier, keine Freude mehr. Gib mir deine Kräfte. Jo, warum nicht? Wolfsverwandlungsdauer. Ja, wenigstens können wir hier ein paar schwache Seelen bekommen. Dann haben wir nämlich das auch. Ich glaube, es sind immer 10 Sekunden, glaube ich, oder 5, die sie uns geben pro Geist. Eigentlich ganz cool. Wenn immer diese übertriebenen... Wir könnten eigentlich uns als Wolf verkleiden. Verwandeln und gucken, dass wir da. Ja, das war's eigentlich. Mehr gibt's da nicht. Ja, dann haben wir das auch gemacht. Und ich würde sagen, das war's. Beim nächsten Part können wir uns nach. Ja, mal gucken, was wir beim nächsten Part machen. Ich mache jetzt erstmal eine Aufnahmepause. Danke fürs Reinschauen, Leute. Und ich werde hier nochmal speichern. Und werde hier nochmal die Seelensteine ein bisschen auffrischen. Obwohl, das mache ich, bevor ich speichere. Und wir sehen uns dann irgendwo. Keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Aber ich werde bis auf Farm werde ich nichts machen. Also bis dahin hier. Macht's gut, Leute. Bye, bye.